Hallo und herzlich willkommen bei Wein verstehen leicht gemacht, dem Podcast für alle, die gerne mehr über Weine erfahren möchten. Hallo und herzlich willkommen zur 34. Ausgabe von Wein verstehen leicht gemacht vom 21. November 2020 und damit zu einem weiteren Interview aus meiner Gesprächsreihe auf ein Glas Wein mit. Und in diesem Fall freue ich mich, euch Erich Garleitner, seines Zeichens HNO-Arzt und Nebenerwerbswinzer aus Regensburg, vorzustellen. Ja, in diesem Gespräch wird es natürlich um seine Weine gehen, die aus dem Landweinbaugebiet Regensburger Landwein stammen. Das ehemals kleinste und, wenn ich richtig informiert bin, inzwischen nur noch das zweitkleinste offizielle Weinanbaugebiet. In Deutschland spielt der Landwein ja noch, sage ich mal, eine eher untergeordnete Rolle. Es entstehen maximal 2-3% Landwein im Verhältnis zur gesamten Produktionsmenge Deutschlands. Aber der Landwein ist zum einen ja eine Nische für, ja, sag ich mal, unkonventionelle Winzer und Biodynamiker, wie wir es ja schon im Mai in der Gesprächsreihe erfahren haben, als ich mit Christian Deppisch über seine Weine, die als fränkischer Landwein klassifiziert waren, gesprochen habe. Es geht also um das zweite bayerische Anbaugebiet für Wein, was allerdings keiner kennt und ich es relativ faszinierend finde, weil es zunächst mal auch eine sehr, sehr lange Tradition hat und es auch in einer sehr schönen Gegend liegt um Regensburg in Niederbayern und da es eben ein relativ unbekanntes Gebiet ist, freue ich mich, euch den größten Winzer, glaube ich, und das Weinanbaugebiet generell präsentieren zu dürfen. Als erstes ein großes Sorry und mea culpa. Ich habe leider erst 2 Wochen nach der Veröffentlichung der letzten Episode, also WVLG 33, erfahren, mitgeteilt bekommen, dass etwas mit dem Audiofile nicht stimmt. Die ersten 30 Minuten waren stumm. Es kam leider zu einem kleinen Exportfehler. Da war die Datei dann kaputt. Und nein, es lag also nicht an euch, an eurem Player oder Download, sondern die originale Masterdatei war kaputt und mittlerweile ist es repariert und wer nochmal reinhören möchte in WVLG 33, kann sich nun auch die erste halbe Stunde anhören. Ja, im Fall der Fälle, wenn sowas ist, nutzt einfach vielleicht die neue Facebook-Gruppe, die ja stark am Wachsen ist. Wir haben mittlerweile schon über 70 Mitglieder in der WVLG Facebook-Gruppe. Dort könnt ihr natürlich solche Probleme jederzeit posten und mich darauf aufmerksam machen und dann versuche ich diese Sache dann so schnell wie möglich zu bereinigen. Wer Interesse hat, kann auch selbstverständlich noch mich auf der neuen Chat-Plattform für Podcasts joinen, wie man auf Neudeutsch so schön sagt. Und zwar ist das die Plattform Throne. Das wird auch in Zukunft kostenlos bleiben. Wer da mit mir direkt kommunizieren möchte, schreibt mich bitte an. Dann kriegt ihr den Zugangslink für die Plattform und installiert euch dann einfach eine weitere zusätzliche Chat-App auf eurem Smartphone. Und das ist dann quasi der ultra kurze direkte Draht zum WVLG-Sendezentrum. Dann möchte ich noch für meine Online-Weinproben kurz die Werbetrommel rühren. Ja, ich biete ja individuelle Weinproben an, Online-Weinproben, also eine Weinprobe über Zoom, Skype, Microsoft Teams oder was auch immer. Das bedeutet, ihr bucht Zeit bei mir und bestellt die Weine entsprechend bei mir und dann treffen wir uns im virtuellen Raum und besprechen die Weine. Das ist zunächst mal auch ein hervorragendes Weihnachtsgeschenk, wenn ihr in dieser verrückten Zeit noch eine Idee oder Anreiz für Familie, Freunde oder eure Liebsten habt, dann denke ich, ist das eine schöne Gelegenheit, gemeinsam 2 nette Stunden bei gutem Wein gemeinsam zu genießen. Und natürlich auch für Firmenkunden, wenn ihr in eurer Firma, wie es vielen anderen ja auch so geht, jetzt in Corona-Zeiten keine Weihnachtsfeier abhalten könnt wegen den Kontaktverbot oder Kontaktbeschränkungen, dann ist vielleicht auch für eure Firma eine
Ja, Online-Weinprobe im Kollegenkreis mit mehreren Teilnehmern, vielleicht eine schöne Sache, doch noch in Corona-Zeiten ein gemeinsames, schönes Erlebnis zu haben. Da könnt ihr gerne auf mich zukommen. Und ich räume allen Hörern von Weinverstehen leicht gemacht auch einen 10-Euro-Gutschein ein, der dann entweder für die normalen Online-Weinkurse, wie ihr sie auf online-weinkurs.de findet, anzuwenden ist, oder eben auch für eine Online-Weinprobe gibt es dann 10 Euro Rabatt. Für Weinproben im privaten Rahmen geht es dann in etwa los bei 49 Euro pro Person. Davon sprechen wir dann von einer anderthalbstündigen Online-Weinprobe mit 3 Weinen. Aber selbstverständlich bin ich ja in der Lage und freue mich auch, ganz individuelle Weinproben für euch zu veranstalten. Soll einfach heißen, wenn ihr Interesse daran habt, meldet euch bei mir. Dann suchen wir zunächst mal gemeinsam einen Termin, einen passenden, und besprechen dann, wie viel und welche Weine ihr in der Online-Weinprobe dann verkosten möchtet. Und dann erhaltet ihr von mir das individuelle Angebot und dann hoffe ich, dass wir auch dann uns online im virtuellen Raum auf Skype oder Zoom treffen. Also, wer daran Interesse hat, Online-Weinproben für Freunde, Familien oder auch Kollegen mit 10 Euro Rabattgutschein, der dann Podcast 2020 heißt, den entsprechenden Link zu meiner Buchungsseite für die Online-Weinproben findet ihr selbstverständlich ganz bequem und einfach in den Shownotes. Als zweites möchte ich nochmal darauf aufmerksam machen, dass ich auf meiner Podcast-Homepage, also weinpodcast.de, ein neues Plugin installiert habe, wo ihr mir quasi auf meiner Homepage schon Sprachnachrichten, Audioschnipsel hinterlassen könnt als Kommentar, als Hörerfrage oder was auch immer. Ich kriege immer wieder Anschriften, viele Anschriften mittlerweile, aber ich würde mich auch freuen, wenn jemand von euch die Audiofunktion benutzen würde, damit auch die anderen Hörer dann vielleicht was davon haben von eurer Frage oder Bemerkung, die ich dann in eine der nächsten Podcast-Episoden ganz gerne einbauen würde. Und dann schon mal eine kleine Vorankündigung für die nächste Ausgabe WVLG 35, die dann am 12.12.2020, ich bin immer noch fasziniert dieses Jahr mit diesen Schnapszahlen, die ich hier generiere. Also in 3 Wochen wird es dann eine kleine Programmumstellung geben. Und zwar wird in 3 Wochen nicht der deutsche Rotwein besprochen, sondern ich werde ein Interview vorziehen, was erst für später geplant war. Ich konnte nämlich einer der im besten Wortsinn schillerndsten und bekanntesten Menschen aus der Weinwelt gewinnen für ein Interview. Und das wird dann höchstwahrscheinlich in 3 Wochen schon ausgestrahlt werden, so dass dann erst im nächsten Jahr am 2. Januar die nächste normale Podcast-Folge mit deutschen Rotwein dann ausgestrahlt werden wird. Aber ich bin da schon wirklich sehr aus dem Häuschen. Ich freue mich riesig, dass diese Person, die ich noch nicht verraten möchte, sich Zeit nimmt, um mit uns hier im Podcast ein Interview zu führen. Ja, das soll es gewesen sein mit dem Vorgeplänkel und der Hausmeisterei. Und dann starten wir mit dem Gespräch, mit dem Interview mit Erich Garleitner, Nebenerwerbswinzer aus dem Anbaugebiet Regensburger Landwein. Mein Name ist Erich Garleitner. Ich bin also nebenberuflich Winzer, hauptberuflich bin ich Hals-Nasen-Ohrenarzt. Und zwar das seit über 40 Jahren. Oh, wow. Und jetzt wird sich jeder fragen, wie kommt der Hals-Nasen-Ohrenarzt zum Weinbau? Ganz genau. Ich kann nur sagen, tu Felix Austria Nube. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Wort kennen. Die Habsburger haben eine Heiratspolitik gehabt. Also die haben nicht durch die Kriege ihre Macht vermehrt, sondern durch Heirat. Okay. Und ich bin von der Donau, von Linz nach Regensburg gekommen, denn ich habe meine Frau kennengelernt in Innsbruck beim Studium. Wir haben beide Medizin studiert in Innsbruck. Und meine Frau kommt aus Regensburg und ist die Tochter des Dr. Ries, Dr. Hans Ries, der 1949 praktisch hier in Regensburg in Niederwinzer praktisch wieder den Weinanbau reanimiert hat. Ah, okay. Und zwar im wahrsten Sinn des Wortes. Das heißt, Sie sind dann quasi die Donau flussaufwärts geschwommen. Genau, es war wirklich eine harte
harte Sache, denn manchmal ist es ganz schwierig, gegen den Strom zu schwimmen, aber ich habe es geschafft und bin dann glücklich in Regensburg gelandet. Sehr gut, sehr gut. Und Sie sagten, er wiederbelebt hat, das heißt, der Ortsteil, in dem ja Ihr Weingut ist, ich habe Sie ja vor, ich muss vor kurzem nachschauen, wie lange das eigentlich schon her ist, war, glaube ich, vor 4 Jahren war mal bei Ihnen, da war gerade unsere Tochter neu geboren, da sind wir zur Walhalla gefahren, hatten eben einen Zwischenstopp bei Ihnen, auch auf dem Weingut gemacht. Und das ist ja ein Ortsteil von Regensburg, der ja sich Winzer auch nennt. Ja. Das heißt, da merkt man ja auch schon, dass dort ja quasi die Anfänge des Weinbaus sehr, sehr lang zurückliegen müssten, wenn da der Stadtteil sogar schon entsprechend benannt ist. Ne? Winzer mit Übersetzung Ad Vinatores, also und daher stammt auch der Name Oberwinzer, Niederwinzer. Und wenn Sie hier in Winzer auf den Friedhof gehen, da ist zum Beispiel der Name Küffner, das sind die Leute praktisch, die Fässer gemacht haben. Das heißt also, viele Namen deuten da auf den Weinanbau hier in Winzer hin. Mhm. Und vor allem, die Römer haben ja in Regensburg auch Wein angebaut, und zwar sehr, sehr wahrscheinlich. Es gibt im Regensburger Museum einen Weihestein zum Liber Pater Pachus aus dem Jahr 176 nach Christus, also zur Zeit Marc Aurel. Also das ist ein Hinweis dafür, dass hier die Römer schon Wein angebaut haben. Und es ist auch verständlich, denn sie haben ja zu Hause gern Wein getrunken und waren hier im Castra Regina im Lager, haben den ganzen Tag nicht viel zu tun gehabt, wenn nicht Krieg war, und haben natürlich dann auch gern einen getrunken. Und der Transport des Weins aus Italien zur damaligen Zeit, der war zwar möglich, aber im Endeffekt ist dann in den Schläuchen nur Essig angekommen. Und deswegen haben sie dann hier auch mit dem Weinanbau begonnen. Das heißt, jetzt sind wir ja schon direkt bei der Geschichte vom Weinbau im Donautal. Das ist jetzt schon, sagen wir mal, über den Daumen 2000 Jahre her. Ja. Da vermute ich, dass das Klima ja vielleicht ja auch ein Tick anders war, wie es heutzutage noch ist, damit es überhaupt auch vielleicht nicht auf dem Niveau von heute, aber überhaupt möglich war. Ne? Weil es gab ja auch mal Kälteperioden, wo das sicherlich dann einen Rückschlag auch für Weinbau in weniger optimalen Gebieten bedeutet hat. Aber die Römer haben es wahrscheinlich relativ schnell erkannt, dass die exponierte Lage mit dem großen Fluss und den Hängen trotzdem gut genug ist, dort eben Wein anzubauen. So ist es. Also man kann nur sagen, also dass die Römer praktisch hier Wein haben, also wie gesagt, habe ich schon vorher gesagt, ist nachgewiesen. Und es hat sich zum Beispiel auch unserer Hang, der am nördlichsten Punkt der Donau liegt, insofern angeboten, weil es ist eine Südlage. Und unser Weinberg ist auch im Kataster als der Gallinger Weinberg ausgezeichnet. Da haben die Römer schon ihre Weinfässer gelagert. Und jetzt zur Historie zu sagen, der Weinbau hier in dem Gebiet ist praktisch also sehr alt. Das heißt, der Wein ist unter dem Namen Bayerwein bekannt. Das war im Mittelalter, ist er an der Tafel der bayerischen Herzöge getrenzt worden, wobei man sagen muss, dass die Qualität, die er damals gehabt hat, nicht der Qualität entspricht, die er heute darstellt. Denn es gibt eine kleine Anekdote, also dass man sagt, der Wein, der Regensburger Wein, da hat es 3 Leute gebraucht. Einer, der hat getrunken, und 2, die haben ihn gehalten, weil er so sauer war. Also diese Phase haben wir glücklicherweise überstanden. Und in der Zwischenzeit produzieren wir hochwertigen Wein. Und weil Sie zuerst gerade gesagt haben, von den klimatischen Bedingungen her, im Mittelalter waren die ganzen Klöster von Kelheim bis Passau, wissen nur viele halt nicht mehr, weil das Bier mit Wein, Bayern in erster Linie verbunden wird, waren alles Weinberge. Also Kloster Prüfening zum Beispiel, Kloster Emmeram, die größten Klöster, haben alle Wein angebaut. Und dann ist praktisch, weil Sie sagen, es ist eine Zeit gekommen im 30-jährigen Krieg, wo ein bisschen so ein kleiner Kältesprung war. Und diese klimatische Veränderung hat schon dazu beigetragen, dass es ein bisschen zurückgegangen ist. Und dann waren natürlich die Männer im 30-jährigen Krieg im Krieg im wahrsten Sinn des Wortes und die Frauen alleine zu Hause. Und dann sind die Weinberge verwaist. Und dann, die Reblaus hat in dem Bereich hier wenig Rolle gespielt im Vergleich zum Rheingau.
Und ja, dann ist praktisch der Wein mehr oder weniger, das ist eingeschlafen, diese Tradition. Dann ist das Bier gekommen. Mhm. Und zwar deswegen, natürlich, weil der bayerische Staat durch das Bier erhebliche Steuern eingenommen hat. Und dann war wirklich 1949 mein Schwiegervater, der Dr. Hans Ries, wirklich der, der nochmals hier mit dem Weinanbau begonnen hat. Also im ganzen Bayer-Weingebiet war er dann tatsächlich der Erste. Der war der Erste, der praktisch im wahrsten Sinne des Wortes den Wein hier, den Weinanbau wieder reanimiert hat, im ärztlichen Sinne gesprochen. Okay. Ja, super. Das heißt, also was ich habe schon ein paar Monate her, wo ich mal bei Google Maps gesucht habe und einfach mal Winzer aus Ortsnamen eingegeben, da ist man erstaunt, es gibt nämlich tatsächlich noch ein paar weitere Orte in Altbayern, sage ich mal, wo das Wort Winzer drinsteckt oder eben auch der Ort tatsächlich so heißt. Und das findet sich dann an Orten, wo man heute überhaupt nicht mehr auf die Idee käme, nach Wein zu suchen. Aber es ist eben ein Indiz dafür, dass der Weinbau halt tatsächlich in Altbayern relativ weit verbreitet war, meistens natürlich auch von den Klöstern begleitet und zum Eigenbedarf meistens verwendet worden ist. Aber es ist, was die wenigsten wissen, und ich habe vor kurzem ein Buch gelesen, wo es über das Bayerische Reinheitsgebot eben ging, was ja, glaube ich, vor 2 Jahren das 500-jährige Jubiläum hatte, wo es eben auch darum ging, dass der Wein in Bayern viel früher verbreitet war wie das Bier und dann eben durch, sage ich mal, politische Entscheidungen, das auch irgendwie forciert worden ist. Und gerade jetzt in Ihrer Gegend, wenn ich es jetzt nicht ganz falsch im Kopf habe, in Kelheim in der Ecke, hat ja dann das anfangs illegal gebraute Weißbier eine relativ große Rolle gespielt und hat dann auch halt die Beschäftigung der Klöster quasi in Richtung Bier verschoben. Das heißt, wir haben hier eine relativ lange Tradition und der Wein an sich, Sie hatten schon gesagt, ist Bayerwein. Es ist eigentlich das, bezeichnet eigentlich Weine, die aus Altbayern im Prinzip kommen. Aber heutzutage kann man eigentlich das Wort Bayerwein auf das Landweinanbaugebiet Regensburger Landwein eigentlich begrenzen. Es gibt außerhalb von dem Regensburger Landwein eigentlich kein Bayerwein mehr, oder? So ist es. Ja. Und das ist auch wirklich das kleinste Weinanbaugebiet Deutschlands mit 4 Hektar. Und mein Schwiegervater hat jahrelang gekämpft, praktisch, damit er die Bezeichnung Regensburger Landwein durchgesetzt hat als Qualitätsmerkmal. Als Qualitätswein dürfen müssen wir nach wie vor nicht nennen, denn dazu, und das ist jetzt wirklich paradox, das Weinanbaugebiet ist 4 Hektar circa und alles, was unter 5 Hektar ist, darf sich nicht Qualitätswein nennen. Das heißt in dem Fall Quantität sozusagen vor Qualität, was ein Paradoxon ist, denn wir erfüllen mit unseren Öxle-Werten, mit der Qualität des jetzt erzeugten Weines absolute Qualitätskriterien. Und jetzt hat ja die Julia Klöckner dieses Jahr ein neues Weingesetz auf den Weg gebracht. Ist das eine Möglichkeit, da vielleicht in Zukunft auch als Qualitätsanbaugebiet berücksichtigt zu werden, weil ja der Ursprung jetzt viel stärker im Mittelpunkt stehen soll? Tut sich da was an der Front? Also dazu sind wir eigentlich nach wie vor von der Größe her zu unbedeutend, ja. Als Donauwein, wir gehören ja praktisch weingeografisch zu Franken, ja, der Donauwein. Und also ich könnte mir vorstellen, dass da einfach zu wenig Lobby dahinter steckt, verstehen Sie mir, um das durchzusetzen. Ja. Wir haben ja schon einmal zum Beispiel versucht, unseren Sekko als Regensburger Sekko zu benennen. Alleine, das haben wir dann nach Brüssel geschickt, diese Anfrage ist daran gescheitert, dass bis heute haben wir noch keine Antwort, dass wir das nicht als Regensburger Sekko benennen dürfen, sondern einfach nur als Sekko, weil einfach also das Gebiet einfach zu klein hier ist. Ja, da fehlt es dann tatsächlich wahrscheinlich an der Lobby und alle anderen, die jetzt nicht aus der Ecke sind, haben wahrscheinlich ja auch, ich will jetzt den Franken nichts unterstellen, aber das Alleinstellungsmerkmal für fränkischen Wein als bayerischen Qualitätsanbaugebiet oder Qualitätswein, sage ich mal, da wird wahrscheinlich auch kein überbordendes Interesse da sein, Konkurrenz im eigenen Bundesland wahrscheinlich. Wobei man sagen muss, diese 4 Hektar, die jetzt praktisch da angepflanzt sind, die können für das Riesenfrankenland keine Konkurrenz darstellen, weil das ist lächerlich. Der große Vorteil bei uns ist halt der,
dass jeder denkt, ja, was, Regensburg und Weinanbau? Ja, dass praktisch dieses Qualitätsmerkmal eigentlich, also die kleine Ecke ist und das Spezielle am Regensburger Wein, dass er eben praktisch im Vergleich zu den anderen großen Weinanbaugebieten ein ganz winziges, kleines Gebiet nur repräsentiert. Also ich mache ja viele Weinseminare, wenn ich es jetzt im Münchner Raum halte, dann frage ich immer in die Runde, wo ist denn das nächste Weinanbaugebiet von uns aus gesehen? Und dann überlegen sie alle und kommt dann halt Franken als Antwort raus. Aber weil die Landweine halt leider, was heißt leider, es ist ein Fakt, einfach im deutschen Weinbau halt mengenmäßig kaum eine Rolle spielen. Ich glaube 2% oder so der erzeugten Menge sind in Deutschland nur Landwein. Hat das halt keiner auf dem Schirm und keiner kennt es eigentlich. Und deswegen lag mir das auch mal am Herzen quasi jetzt im Rahmen meines Podcasts, da meine Hörerschaft eben auch mal darauf aufmerksam zu machen, dass es in Bayern eben nicht nur fränkischen Wein gibt, sondern eben auch Regensburger Landwein oder Bayerwein. Jetzt war Ihr Schwiegervater der Erste. Wie viele Winzer sind es mittlerweile insgesamt? Also mit uns sind es insgesamt 5. 5. Also, und dass man sich da zusammentut und sagt, Mensch, lass uns mal noch irgendwie einen Hektar mehr gemeinsam bewirtschaften, dass man über die Grenze kommt. Gibt es da irgendwie ein Bestreben? Also momentan gibt es diesbezüglich kein Bestreben, sondern die Stadt hat gleich direkt neben unserem Weingut einen Weinberg praktisch angepflanzt. Und zwar war das der ehemalige Gartenamtsdirektor Dr. Stösser, der ein Weinliebhaber auch ist und der aus einer Weingegend kommt und das war sein Hobby. Und dann gibt es noch 3 andere kleine Weinbauern, die also auch eine Fläche bewirtschaften. Aber insgesamt, wie gesagt, mehr als 4 Hektar werden wir nicht rauskriegen. Ja, okay. Und das sind wahrscheinlich alles, genau wie Sie, auch Nebenerwerbswinzer, wenn man sagen will. Also da lebt keiner vom Wein und für uns ist es ja auch mehr oder weniger im wahrsten Sinne des Wortes ein Hobby. Unsere Berufstätigkeit, weil meine Frau und ich sind ja nach wie vor voll berufstätig und also wir könnten also vom Wein nicht leben. Das heißt, also wir führen einfach die Tradition weiter, die mein Schwiegervater hier aufgebaut hat. Ja. Jetzt sind Sie beide Ärzte und wie Sie sagen, noch voll berufstätig. Ich habe mal ein Praktikum in einem Weingut gemacht vor 8 Jahren. Und war erstaunt über die Knochenarbeit, die harte Arbeit, aber auch vor allem, wie wichtig zeitnahes Agieren ist. Also ich denke zum Beispiel an Schnitte, an Pflanzenschutz, an Düngen und so weiter. Ja. Da kann man nicht ewig warten, dann ist der Zug abgefahren. Wie kriegt man das unter einem Hut? Also ich stelle mir das extrem schwierig vor. Also wir haben hier einen jungen Mann, schon jetzt in 2. Generation, der uns am Weinberg praktisch nicht nur mithilft, sondern praktisch der eine zentrale Figur ist, der praktisch die ganzen Bodenarbeiten macht, der sich das ganze Jahr über um den Weinberg kümmert. Wir haben natürlich die Überaufsicht und die Oberaufsicht in dem Sinne, aber die einzelnen Schritte werden durch diesen jungen Mann durchgeführt. Das heißt also, dass die Bodenarbeit, dann auch der Schnitt, dann die Arbeit im Keller, also alles diese Dinge werden also praktisch von diesem jungen Mann durchgeführt. Wir haben natürlich auch zur Ernte viele Helfer aus dem Ort, die jedes Jahr kommen und sich freuen auf die Ernte, weil da gibt es auch was Gutes zum Essen. Ja. Und also wir haben eine Mannschaft, die uns rund um das Jahr zur Verfügung steht, weil sonst wird man das mit Sicherheit nicht schaffen. Wir sind natürlich in erster Linie auch für die Vermarktung zuständig und wir helfen natürlich bei den einzelnen Schritten mit und durch das Know-how, das mir mein Schwiegervater sozusagen angelernt hat, bin ich auch in der Lage, die einzelnen Schritte zu überprüfen, ob das alles richtig läuft und ob das seinen richtigen Gang nimmt. Ja. Jetzt hatte ich ja vor ein paar Wochen im Briefkasten von Ihnen eine Einladung zum 70-jährigen Jubiläum. Und das ist dann leider ins Wasser gefallen. Aber herzlichen Glückwunsch zunächst mal, dass Ihr Weingut schon 70 Jahre alt ist mittlerweile. Steht das noch aus? Wollen Sie das nachholen oder sagen Sie jetzt habe ich die Schnauze voll von Corona und lasse es? Ja, also in der Zeit von Corona ist alles praktisch mehr oder weniger
nicht mehr voraussehbar, wie sich die Situation entwickelt. Wir wollen das, wenn es möglich ist, nächstes Jahr nachholen, dass wir die Leute zu uns ins Weingut einladen, durch den Weinberg führen und dann auch Wein verkosten. Den Wein verkosten war diesmal leider überhaupt nicht möglich aufgrund der Corona-Situation. Wir haben an dem Tag praktisch, und das war jetzt reiner Zufall, sogar geerntet. Und haben dann für die, wir mussten noch einmal ein Schreiben rausgeben, haben dann die Leute eingeladen zum Weinkauf und haben einen speziellen Preis angeboten. Und ich muss wirklich sagen, das ist auch sehr gut angenommen worden. Wir haben an dem Tag 800 Flaschen Wein verkauft, neben der Weinernte. Und die Leute sind natürlich auch aufmerksam geworden, dass es diesen Wein hier gibt. Und das war für uns auch, also neben der anderen Geschichte, dass wir gern gehabt hätten, dass wir die Leute durch den Weinberg geführt hätten. Das hätte mein Sohn gemacht, weil der ist Winzer, neben seinem Hauptberuf als Gymnasiallehrer, der hat eine vollständig ausgebildete Winzerlehre, hinter sich 2 Jahre mit Berufsschule, der hätte die Leute durch den Weinberg geführt und dann hätten wir eine Verkostung gemacht. Das wäre natürlich insgesamt natürlich viel schöner gewesen. Aber das war leider nicht. Aber wir wollen es nächstes Jahr, wenn möglich, nachholen. Okay, super. Ja, vielleicht, ich werde dann wahrscheinlich wieder die Post entsprechend dann bekommen und dann werde ich es dann vielleicht auch nochmal, wenn es dann dazu kommen sollte, erwähne ich es dann nochmal im Podcast, wann dann der Termin ist und vielleicht kommen ja ein paar von ein bisschen weiter noch weg, die vielleicht jetzt nicht zu Ihrem Stammkundenkreis gehören, was ja auch eine ganz schöne Sache wäre. Aber ich habe gesehen, Sie haben es auch geschafft, Ihre Weine in der Regensburger Gastronomie zu platzieren, ne? Ja, so ist es. Wir sind also praktisch in den guten Gasthäusern hier, zum Beispiel zentral zum Beispiel der Bischofhof in Regensburg. Das ist eine der renommiertesten Gaststätten oder die renommierteste Gaststätte, kann man sagen, in Regensburg. Dann zum Beispiel im Gasthof oder im Restaurant Orphée, das ist so ein französisches Restaurant. Da sind wir auch praktisch präsent auf der Weinkarte. Und außerhalb Regensburg, also in den guten Lokalen, kann man unseren Wein trinken. Ja, also ich habe ja, wie gesagt, vor ein paar Jahren schon mal Ihren Wein gekauft und habe den ja auch im Rahmen meiner Seminare, die Bayerischer Wein hießen, wo es eben natürlich um Frankenwein ging, aber eben auch um Bayerwein, ja auch die Weine schon probiert und muss sagen, ich war eigentlich ich war eigentlich immer angetan von der Qualität. Sie waren überrascht wahrscheinlich, oder? Ja, um ehrlich zu sein, ja, ein Stück weit schon. Also weil ich das jetzt nicht gedacht hätte, weil es eben so unbekannt ist. Und was worauf ich hinaus wollte, ist, was mich eigentlich negativ überrascht hat, war der Aspekt, dass die regionale Gastronomie da nicht mehr drauf setzt. Also ich habe auch in meinen Seminaren auch Leute, also Teilnehmer gehabt, auch aus der Regensburger Ecke und habe da auch einen klitzekleinen Freundeskreis. Ich verstehe das ehrlich gesagt gar nicht. Alle schreien immer nach regionalen Produkten etc. etc. Aber dass das da nicht mehr aufgegriffen wird, das ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Ja. Aber darf ich Ihnen dazu was sagen? Ich sehe das ganz genauso wie Sie, denn regionale Produkte werden ja immer gefragter. Ja, genau. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn Sie zum Beispiel nach Österreich fahren oder irgendwo ins Ausland oder zum Beispiel nach Südtirol oder nach Italien, bei mir ist es so, dass wenn ich dann dort in diese Gegend komme und am Abend in einem Restaurant bin, die erste Frage ist, was wird hier lokal angebaut? Was habt ihr praktisch, was kann ich verkosten? Da trinke ich nicht einen grünen Veltliner aus Österreich, sondern da trinke ich dann in Italien einen italienischen Wein aus der Toskana zum Beispiel. Ja, genau. Und bei uns ist es halt einfach so, ich glaube, und da bin ich mir ziemlich sicher, dass der Preis eine Rolle spielt. Mhm. Wobei ich sagen muss, also unsere Preise sind, also wir sind nicht hochpreisig, aber wir verkaufen zum Beispiel den Müller-Thurgau um 8,10 Euro. Ja? Mhm. Aber natürlich in der Zwischenzeit gibt es Weine, Sie wissen das selber, um 3 Euro, um 4 Euro. Ja. Also es gibt, so wie bei vielen anderen Produkten, viel zu viel Wein. Ja, und das drückt natürlich auch den Preis. Und ich glaube, das ist der Hauptgrund für viele viele Lokalbetreiber, Restaurantbesitzer, dass sie sagen, okay, sie kaufen einen billigen Wein ein und da ist ja am meisten Geld verdient. Denn mit dem Essen, das wissen sie selbst,
Da brauche ich einen teuren Koch, da muss ich entsprechend teures Produkt kaufen. Mit dem Wein, das kaufe ich billig ein und verkaufe es dann um den dreifachen Preis. Also das ist schnell verdientes Geld. Und das ist meines Erachtens der Hintergrund. Und viele meines Erachtens übersehen, dass sie dann ihrem Gast praktisch etwas Regionales mehr oder weniger nicht anbieten und mehr oder weniger vorenthalten. Mhm. Aber das ist meines Erachtens der Hauptgrund. Ich sehe das also, ganz genauso, wie Sie das ansprechen. Also der, ich sage mal so, wenn man sich jetzt zwischen 5 und 10 Euro pro Flasche Wein bewegt, das ist sicherlich nicht mehr die Einstiegspreisklasse für viele. Man sieht es ja im Supermarkt und wenn man sich die Statistik anschaut vom Deutschen Weininstitut, was der Durchschnittsverkaufspreis in Deutschland ist für Wein, da liegen wir ja zum Teil weit unter 3 Euro im Durchschnittspreis. Da legt man natürlich schon die Ohren an, ja, weil für viele ist 5 Euro halt die erste Schallmauer beim Weinkauf und jenseits von 10 Euro passiert mengenmäßig fast gar nichts mehr. Nichtsdestotrotz würde ich schon sagen, muss es einem halt auch irgendwo wert sein. Und also wenn ich jetzt gerade so eine kleine Produktion habe, wie es bei Ihrem Weingut so ist, dann ist natürlich klar, dass da jetzt auch die Skalierung nicht so möglich ist. Das heißt, die Stückkosten werden natürlich höher sein wie in größeren Betrieben und das schlägt sich natürlich auch in der Flasche nieder dann. Ja, da gibt es keine Frage. Ja. Denn wir müssen ja alles mit Handarbeit machen. Ja. Wir haben praktisch, wie kann ich das sagen, wir haben also praktisch im Schnitt zwischen 6.000 und 7.000 Flaschen, ja, da können wir uns auch keine Etikettiermaschine leisten, sondern das wird alles per Hand gemacht. Mhm. Und da müssen wir ja die Leute, die das praktisch für uns machen, auch bezahlen. Das heißt also, und auch die ganzen Maschinen, die notwendig sind, wir sind an einem sehr steilen Hang hier, am nördlichsten Punkt der Donau. Da alleine die Raupe, die wir da angeschafft haben, die, da weiß ich gar nicht, wie viele Jahre ich noch sozusagen Wein verkaufen muss, dass das überhaupt reinkommt. Also vom rein wirtschaftlichen gesehen her, ist der Preis sowieso relativ niedrig. Das muss man ganz klar sagen. Eben, das meine ich. Für den Aufwand. Aber da sehe ich halt schon die Gastronomie einfach oder vielleicht auch die Region als solches einfach in der Pflicht, den Kunden das zu erklären, warum die Weine so sind, wie sie sind, warum sie das so viel kosten, wie sie kosten. Und das muss einfach erklärt werden, weil ohne Anleitung oder ohne Hintergrundinformationen sagen natürlich viele, ja, für 8 Euro kriege ich auch in Anführungszeichen einen gescheiten Wein aus einer Region, die man kennt oder die man schon tausendmal gekauft hat. Ja. Da muss man einfach ein bisschen Anreiz schaffen, aber ich denke, man müsste einfach auf das Konzept regionale Produkte stärker setzen und mir kommt gerade in den Sinn, vor 2 Jahren war ich in Wien auf der Vivinum, auf der größten Weinmesse Österreichs und da war zum Beispiel, wissen wir ja alle, in Osten Österreichs wird Wein angebaut, im Westen wird Ski gefahren, aber es gibt halt auch in den anderen Bundesländern Weinbau und dann gibt es halt dort auch Messehallen, wo die Hälfte mit Tiroler, Vorarlberger und Kärntner Wein besetzt ist, ja, wo die Leute einfach dann halt auch ihre Nischen, ihre kleinen Enklaven, wo Weinbau im Gebirgs Umfeld quasi möglich ist. Ja. Also da scheinen die Österreicher, wie sie ja in den letzten Jahren generell bewiesen haben, ein bisschen mehr auf Zack zu sein vielleicht, wie die Deutschen hier und da. Ganz kurz kurz nochmal, weil Sie das jetzt angesprochen haben, regional. Wo wir wirklich jetzt erfreulicherweise sehr großen Zuspruch haben, sind die sogenannten Regionalmärkte. Das sind eigentlich unsere Hauptabnehmer, die sich also nicht nur auf Wein spezialisiert haben, sondern eben auf regionale Produkte, weil die Leute einfach und zwar völlig zu Recht immer mehr Wert legen auf regionale Produkte. Und da haben wir in der Zwischenzeit unseren ganz guten Absatzmarkt sozusagen erobert, unter Anführungszeichen. Das heißt, man findet ihre Weine dann auch auf Wochenmärkten in der Region? Ja, genau. Und die verkaufen dann von den regionalen Märkten, verkaufen dann an die einzelnen, zum Beispiel an Edeka oder an die einzelnen Abnehmer, an größere praktisch Abnehmer. Abnehmer, okay. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Region an sich zurück. Klima haben wir ja, glaube ich, schon gesagt. Also ist die Hänge machen es natürlich möglich, dort Wein anzubauen, weil einfach die Ausbeutung der Sonnenwärme und Sonnenstrahlung besser funktioniert. Was herrschen da für Böden vor? Also wir haben hier einen Jurakalk und der zeichnet sich dadurch aus durch einen hohen Humusanteil.
was natürlich sehr günstig ist für die Weinreben. Und der wichtigste Bestandteil für die Pflanzen, das wissen Sie sicherlich auch, das ist der Stickstoff, der für die Eiweißsynthese ganz entscheidend ist. Und wir haben in diesem Boden auch sehr viel Phosphat, Kalium und Spurenelemente und Pilze, Bakterien, also alles, was praktisch notwendig ist, damit die Weinrebe genügend praktisch Substanz beziehungsweise Nährstoffe bekommt, um gut zu gedeihen. Also früher wurde da auch ein Elbling angebaut, der wurde aber zu Recht, wie ich immer sage, zum größten Teil verdrängt. Was haben Sie im Rebsortenspiegel? Wir haben also im Rebsortenspiegel, also unsere Hauptrebsorte ist der Müller-Thurgau. Mhm. Und ich weiß nicht, ob Sie das vielleicht wissen, es ist ganz interessant. Der Müller-Thurgau, praktisch der erste Müller-Thurgau auf deutschem Boden, ja, wurde praktisch 1900, praktisch hier in Regensburg praktisch 1913 angebaut. Aha, nee, das wusste ich nicht. Ja. Das wussten Sie nicht. Und zwar ist es lustig, das ist in unmittelbarer Nähe, ein paar hundert Meter von unserem Weingut. Das hat mein Schwiegervater, glaube ich, auch nicht gewusst. Mhm. Und 2013 ist eine Marke rausgekommen zu Ehren des Herrn Müllers, der ein Deutscher war, der im Kanton Thurgau das erste Mal den Müller-Thurgau praktisch die Rebsorte Müller-Thurgau praktisch kreiert hat. Und der erste Müller-Thurgau auf deutschem Boden wurde hier in Regensburg in unmittelbarer Nähe von unserem Weingut angebaut. Also das kommt noch... historischer Boden. Also, ja, es ist historischer Boden. Ja. Ja. Und da ist eine große Gedenktafel, gleich ein paar hundert Meter bei uns, Kargerer Weg, geht dann neben den Weinberg hoch und da kann man das auch nachlesen. Ah, ja. Super. Die zweite Sorte, die wir anbauen, ist der Bacchus. Mhm. Und der Bacchus ist ja eine Kreuzung aus Müller-Thurgau, Riesling und Silvaner. Mhm. Und das ist die Hauptsorte, also die beiden Hauptsorten, Thurgau und Bacchus. Mhm. Und aus diesem Müller-Thurgau und aus diesem Bacchus machen wir unseren Secco. Und zwar, der Secco ist praktisch ein Cuvée aus 80% Müller-Thurgau und 20% Bacchus. Okay. Und dann haben wir noch den Constanze, Wein Constanze in unserem Portfolio. Und zwar, Constanze, meine Tochter, ist vor ein paar Jahren 30 Jahre alt geworden. Und haben wir gesagt, zu Ehren unserer Tochter kreieren wir einen Constanze. Und das ist auch ein Cuvée aus 80% Müller-Thurgau und 20% Bacchus. Der Unterschied ist natürlich zum Secco, dass da keine Kohlensäure dabei ist, sondern dass das Wein ist. Ja. Mhm. Kein Secco. Mhm. Das heißt, in Secco, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ist keine zusätzliche Zweitgärung, sondern da wurde dann quasi CO2 zugefügt. Nein, genau. Also keine Zweitgärung, so wie es beim Sekt ist, sondern das ist ja der Unterschied zum Sekt, dass praktisch dort künstlich Kohlensäure zugesetzt wird. Und dann gibt es natürlich spezielle Tanks, da wird der Wein auf 4 Grad abgekühlt, dann kommt die Kohlensäure dazu und dann muss man natürlich schauen, wenn man auf die Flasche abfüllt, dass man wieder Spezialfilter hat, damit die Kohlensäure nicht entweicht. Mhm. Und das ist praktisch der Unterschied natürlich zum Sekt oder zum Champagner, wo noch einmal eine Gärung in der Flasche stattfindet. Mhm. Da wird Kohlensäure beim Secco künstlich zugesetzt und wir dürfen es auch nicht Prosecco nennen, denn Prosecco, obwohl es das gleiche Produkt ist, ist ein geschützter Name, genauso wie Grappa. Prosecco auf das Gebiet in Italien abgestimmt und beim Grappa ist genau das gleiche. Der Wein an sich ist dann halt auch ein Schaumwein, oder man würde es auf Deutsch heißt eigentlich Perlwein. Ne? Wenn Perlwein, ja, genau. Wenn der nicht entsprechend hoch ist, dann wird es in Deutschland dann als Perlwein eben klassifiziert. Ja. Die zwei Rebsorten, die bieten sich einfach deswegen an, weil sie wahrscheinlich mit dem Randzonenklima, mit dem kühleren Umständen, die es jetzt bei Ihnen gibt, wahrscheinlich am besten zurechtkommen und nachhaltig und regelmäßig zur vollen Reife halt auch kommen. Ne? Da gibt es keine Frage. Es ist also der Müller-Thurgau hat sich gezeigt, dass es im Vergleich, also vom Aufwand und vom Ertrag her unter diesen klimatischen Bedingungen wie hier in Regensburg mit das Beste ist. Wurz Riesling oder sowas? Das sag ich mal, der also Klassiker. Riesling hat mein Schwiegervater versucht, der ist im wahrsten Sinn des Wortes an der Mauer verrieselt. Okay. Also
da braucht es dann schon die wärmere Gegend in der Wachau unten, versteht mir, wo dann an den Sonnenterrassen, denn der Riesling, also der braucht da schon anderes Klima. Also das hat bei uns, also jedenfalls mein Schwiegervater hat es ausprobiert, das hat nicht besonders gut funktioniert. Ja. Naja, vielleicht geht es ja in 20 Jahren, wenn es so weitergeht. Ja, also wenn es so weitergeht, weil wir die Ernte ja auch immer jedes Jahr um eine Woche vorverschieben. Vorher war es ja auch schon 14 Tage früher als letztes Jahr. Mhm. Also wenn es wirklich so weitergeht, könnte ich mir vorstellen, dass das kommen wird. Irgendwann kommt der Riesling dann wieder. Aus Regensburg, ja. Probiert sich jemand an Rotwein in der Ecke? Also, ja, und zwar ist der die städtische Weinbau, das Gartenamt neben uns, die probieren da die, zum Beispiel die Domina aus oder auch ein Unternehmer aus Regensburg, ein Herr Zitzelsberger, der sich in den Wein verliebt hat. Mhm. Der hat auch so Rotweinsorten angebaut. Aber wir selbst haben, also wir haben auch einmal überlegt, aber das wäre für uns viel zu viel Aufwand. Und ich glaube, also man kann schon auch einen Regensburger Rotwein hier erzeugen. Mhm. Aber von der Qualität her ist es, glaube ich, schwierig, was die klimatischen Bedingungen und die Bodenverhältnisse betrifft. Ich glaube also, dass das der Weißwein hier also wesentlich günstiger ist, anzubauen. Ja. Jetzt seid ihr ja eine eingeschworene Gemeinschaft, wahrscheinlich die Winzer. Wie sieht es denn aus mit Besuchsmöglichkeiten? Also wir hatten ja jetzt ja schon als Bezugsmöglichkeit ihr Hoffest angesprochen oder eben auch Lebensmitteleinzelhandel und die Wochenmärkte. Sind die Betriebe und insbesondere Sie natürlich auch auf Besuch eingestellt? Also ich habe gelesen zum Beispiel, es gibt ja auch Deutschlands kürzeste Weinstraße dort, was natürlich ein bisschen, denke ich mal, den Tourismus ankurbeln soll. Also kann man die Weingüter besuchen? Kann man sie besuchen, wenn man sich vorher anmeldet vielleicht? Man kann uns selbstverständlich besuchen, wenn man sich vorher anmeldet. Keine Frage, da muss man nur anrufen und da müssen wir halt einen Termin ausmachen. Mhm. Und wir haben auch jeden Montag und jeden Mittwoch von 8 bis 12 Weinverkauf ab dem Weingut, wobei wir immer die Kundschaft bitten oder die Leute, die einen Wein kaufen wollen, dass sie sich vorher telefonisch anmelden. Ja. Denn wir haben eine Zugefrau, die praktisch auch das Haus betreut, die dann da ist für den Verkauf. Aber manchmal fällt die aus, weil sie krank ist oder sonst was. Also dass die Leute vorher anrufen, damit sie nicht umsonst hierher kommen. Ja. Und dann selbstverständlich telefonisch sind wir jederzeit erreichbar. Man kann jederzeit auf unseren Anrufbeantworter sprechen und dann kann man jederzeit einen Termin auch während der Woche ausmachen, am Abend auch einmal, dass jemand vorbeikommt und einen Wein abholt. Also das ist ganz individuell, kann man das gestalten und machen wir auch. Das heißt, man kann da, wenn man jetzt darauf Lust hat, kann da quasi mit dem Fahrrad auch entlang der Donau radeln und die verschiedenen Weinerzeuger dann auch besuchen. Gerne, ja, sehr gerne. Freuen wir uns. Habe ich gelesen. Ne? Was hat es denn mit dem auf sich? Dieses Bayerweinmuseum, das gibt es jetzt schon, seit 1998 ist es eröffnet worden. Mhm. Das ist ein Museum, das sich mit der Geschichte des Weinbaus in Altbayern beschäftigt. Mhm. Und es ist in einem alten Haus aus dem 14. Jahrhundert praktisch positioniert, in dem einer der ältesten Weinpressen auch Deutschlands stehen. Das war aus dem Jahr 1615. Mhm. Und wer sich da sehr praktisch engagiert hat, war das ein Herr Theodor Häusler, der auch eine Geschichte über den Weinbau in dieser Region Altbayerns praktisch herausgegeben hat. Mhm. Das war ein ganz erheblicher der Initiator für dieses Projekt. Ich glaube, der hat auch ein paar Bücher geschrieben, ne? Ja, genau. Und dieses Weinmuseum steht dann im Bach an der Donau. Das ist östlich von Regensburg dann, donauabwärts. Das ist dann schon Richtung Walhalla da. Genau. Und da ist auch in Gruckenberg einer der ältesten Weinberge auch von der Familie Heitzer, die dort also seit vielen Jahren auch Wein anbauen. Okay, dann schauen wir uns die Weine einfach mal direkt an. Probieren wir es einfach mal. Ja. Und dann fangen wir mit dem Secco an. Ja. Da habe ich gesehen, auf dem Bild auf Ihrer Seite, da ist noch ein Kronkorkenverschluss. Da sind Sie jetzt umgestiegen auf. Ja,
Wir sind jetzt umgestiegen auf einen Schraubverschluss. Mhm. So wie er bei den Weißweinen praktisch sich in der Zwischenzeit ziemlich durchgesetzt hat. Ja. Das heißt. Das ist auch ideal, ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Also, ich finde es, man braucht schon Zeit, bis man sich daran gewöhnt. Ja, Sie lachen. Ja, weil es natürlich ein Dauerlutscher ist, das Thema. Ne? Das da mit dem Thema des Flaschenverschlusses kann man sehr, sehr viele Aspekte des Weins am praktischen Beispiel erklären. Aber ja. Oft ist es halt auch schlicht und einfach eine Frage, welcher Flaschenverschluss passt am besten zum Wein und auch natürlich zu dem Preis, weil einfach die verschiedenen Flaschenverschlüsse einfach natürlich auch unterschiedliche Kosten erzeugen. Ja, also wir haben ja früher auch alles mit Kork abgefüllt. Ja. Und da kennen Sie ja auch das Problem des Korkelns. Das fällt natürlich praktisch beim Schraubverschluss völlig weg. Und insgesamt meines Erachtens ist es hygienischer. Der Wein verliert überhaupt nichts an Qualität. Es ist nur eine Frage im Kopf, dass man einfach nicht mehr den Stopsel hört, der aus der Flasche gezogen wird, wenn die Flasche aufgemacht ist oder aufgemacht wird. Das ist ein psychologisches Problem meines Erachtens. Also von der Qualität her ist es sicherlich kein Nachteil, ganz im Gegenteil. Es ist halt ein Ritual. Ja. Was natürlich auch jetzt von der Akustik her natürlich einfach schön ist. Ja. Einen Korken aufzuziehen. Und, keine Frage. In meinen Seminaren sage ich immer, wenn ich jetzt eine Frau kennenlerne, die zum ersten Mal zum Essen einlade, dann würde ich wahrscheinlich schon auf einen Kork setzen, einfach da vielleicht nicht die falschen Assoziationen zu erzeugen. Aber was man einfach immer wieder sagen muss, und ihr habt das natürlich im Podcast ja auch schon häufiger erklärt und erwähnt, wenn es darum geht, frische florale Weine abzufüllen, die jetzt nicht gemacht sind fürs Reifen, dann bietet sich natürlich mit dem Schraubverschluss eine Möglichkeit an, die viele Vorteile bringt, wo der Korken einfach rein aus faktischen Gründen sich gar nicht aufdrängt. Ja. Aber es ist, ich denke, da hat sich in den letzten Jahren auf jeden Fall auch ein Umgewöhnungsprozess eingestellt, dass es für die meisten Konsumenten eigentlich kein Problem mehr ist. Genauso wie es mit der Abfüllung ist, praktisch früher alles im Holzfass, heute praktisch alles im Stahltank. Und im Stahltank kann man natürlich auch den Wein also viel besser kontrollieren als im Holzfass. Also das hat sich in der Zwischenzeit ja auch in allen großen Kellereien durchgesetzt. Ja. 12% hat ihr Sekko. Da steht dann deutscher Perlwein, wie wir es gerade schon eben erklärt haben. Ja. Und dann würde ich sagen, dann riech mal einfach mal rein. Ich habe mir jetzt schon eingeschenkt. Ja. Blasses Zitronengelb, würde ich vielleicht sagen, ein blasses Strohgelb. Ja, so ist es. Was riechen Sie? Also zunächst mal kommt er mir sehr frisch vor, sehr floral. Ich habe da ein paar weiße Blüten vielleicht. Zitrusaromatik, also ich denke da aber eher an was ein bisschen Herberes. Das ist vielleicht mehr eine Limette statt eine Zitrone. Mhm. Also, ja, so wie man es eigentlich erwartet. Ja. Zum Wohl. Zum Wohl. Ja, was sehr positiv auffällt ist, ist die feinperlige Mousse. Der Charakter, also er kommt sehr feinperlig rüber. Das habe ich schon viel, viel gröber und kürzer anhaltend erlebt. Ich denke mal, grundsätzlich wird es so sein, dass Versekten, ich weiß gar nicht, ob der Begriff hier zutrifft, ob man da auch Versektung sagt, aber ich denke mal, das ist ein Prozess, den Sie wahrscheinlich aber auch auslagern, weil da braucht man, wie Sie gesagt haben, die Gerätschaften, die sehr teuer sind. Gute Nacht. Jetzt kommt meine kleine Enkelin und wird ins Bett gebracht. Ja. Hab schon gesehen, kein Problem. Können Sie das selber durchführen oder organisiert man da jemand, der die Versektung macht? Nein, pass auf, die Versektung, das wäre für die Flaschen, die wir sind 1500 Flaschen, die wir praktisch abfüllen, wäre der Aufwand viel zu groß. Denn Sie brauchen eine ganz spezielle Vorrichtung, dass sie erstens einmal die Kohlensäure in den Wein reinbringen, dann die Abfüllung. Das würde sich bei der Menge an Flaschen von 1500 Flaschen überhaupt nicht rechnen. Mhm. Das heißt, es wird so gemacht,
dass praktisch hier dieser Cuvée abgefüllt wird aus dem Weingut. Aha. Und dann in die Versekterei, also in das in die Versekterei gebracht wird. Und wir kriegen dann die Flasche abgefüllt und etikettiert. Wir liefern auch die Etiketten selbstverständlich dorthin. Wir kriegen dann das, die Flaschen zu uns direkt geliefert auf der Palette. Mhm. Also ich finde, das ist das Einzige, was wir auswärts machen. Ja. Alles andere machen wir im Haus. Weil das würde vom Aufwand her überhaupt die Kosten überhaupt nicht tragen. Ja, ja. Dazu muss man einfach sagen, dass das völlig normal ist. Also die sehr, sehr viele Weingüter, die in ihrem Portfolio einen Sekt oder sei es einen Perlwein haben, machen in aller Regel, machen die das nicht selber, sondern das wird außer Haus gegeben oder es gibt da auch spezielle Unternehmen, die bieten quasi eine fahrbare Versektung an. Das sind relativ große Lastwägen. Die kommen dann in die Weingüter und machen die Versektung vor Ort dann. Aber das ist völlig normal, dass die Versektung in der Regel nicht von den Erzeugern selber gemacht wird, weil der Materialaufwand einfach zu groß ist. Zu hoch ist, genau. Ja, ja, ich finde ihn einfach schön. Also er hat eine knackige Säure für mich. Der Körper ist leicht. Die 12% sind für Perlwein ja völlig normal. Also Sie schreiben ja auf Ihrer Seite Sommeraperitif. Ja, er hat, ja, hat herbe hat sich auch Aromatik. Hat sich unheimlich durchgesetzt, gerade im Sommer als Aperitif hat er sich, oder gerade zum Beispiel auch bei Hochzeiten, also als Aperitif sehr, sehr praktisch durchgesetzt. Ja, da kann ich mir zum Beispiel auch irgendeinen Schuss vom Sirup noch ganz gut vorstellen. Ja. Wenn man es aus Aperitif serviert, braucht er aber gar nicht. Ich finde, der ist so auch geschmackig. Er ist schon ein bisschen auf der grünen Seite. Da denke ich, merkt man einfach die Kühle des Klimas, dass es jetzt nicht halt tropisch oder vollreif wird, sondern es ist halt schon die Zitrusaromatik, die aber schon reif ist und halt einen floralen Charakter bringt. Ich finde, der ist eigentlich sehr gut gelungen. Also ich finde es deswegen so spannend, weil Bacchus ja an sich jetzt eine Rebsorte ist, die nicht den allerbesten Ruf hat, aber hat natürlich eine gewisse Popularität jetzt in Deutschland gehabt, aber ich stelle sie immer wieder fest und auch immer mehr fest und habe das hier, glaube ich, auch schon mal am Beispiel von Müller-Thurgau erläutert. Wenn man sein Handwerk beherrscht und damit richtig umgeht, zeigt, das klingt jetzt fast schon so ein bisschen despektierlich, aber auch nicht die absoluten Top-Rebsorten können eben Weine von guter Qualität erzeugen, wenn man es eben drauf hat oder sein Handwerk beherrscht. Ne? Ja. So sehe ich es mittlerweile. Ja. Dann schauen wir uns den zweiten Wein an. Und zwar ist es jetzt der Müller-Thurgau direkt. Ja. Mit dem, ja, ich sage jetzt mal vielleicht ursprünglichen Etikett, was von Ihrem Schwiegervater noch. Ja, genau. Und zwar, das ist praktisch ein Stich von Winzer, wo man die Donau auch sieht, und die Kirche von Winzer. Und das ist praktisch, da überlegen wir uns immer, ob wir dieses Etikett doch jetzt in die neuere Linie überführen, weil wir alle anderen Etiketts, haben Sie ja gesehen, die schauen anders aus. Ja? Ja. Und auf der anderen Seite ist es eine Art Corporate Identity, dass die Leute sich mit diesem Wein als Regensburger Wein identifizieren, wobei man sagen muss, die Leute, die den Wein von früher kennen, die werden natürlich immer weniger und die Jungen immer mehr, die mit diesem Wein praktisch nicht aufgewachsen sind. Also deswegen überlegen wir, ob wir jetzt das Etikett praktisch in der Form ändern, dass man es den anderen Etiketten anpasst. Ja. Und Sie sehen ja am Etikett selbst, also das, was wir beibehalten, ist praktisch die auf dem Etikett praktisch, wie gesagt, der Stich. Ja. Und Donau und der Ort und die Winzerer Höhen. Ja, also ich bin jetzt auch hin und her gerissen. Es ist natürlich schön, wenn man irgendwo eine einheitliche Linie hat und einen Wiedererkennungswert hat, weil wenn man jetzt, sag ich mal, im angesprochenen Edeka steht und haben natürlich die anderen drei Etiketten jetzt vielleicht einen höheren Wiedererkennungswert als Weingut Dr. Ries, aber mir gefällt sowas schon. Also ich finde es schon auch ansprechend einfach, dass man mal sieht, wie es früher ausgesehen hat da vielleicht. Ja. Ja. 12% hat er auch. Ja. Trocken vermute ich. Ganz trocken. Ein bisschen Restsüße. Ja, wenig. 1-2 Gramm. Ein bis zwei Gramm, ja.
Ja, von der Farbe her, ich habe leider. Von der Farbe ist praktisch, also leicht, also gelb, ja. Und es eignet sich vor allem sehr gut für Fleischgerichte bzw. für Fischgerichte. Mhm. Ja, also ich habe hier leider relativ schlechte Lichtverhältnisse, aber ich habe das Gefühl, die Farbe ist relativ intensiv sogar, ne, für Müller-Thurgau. Ja. Da habe ich schon viel blassere Kandidaten gesehen. Ja. Ja, also sehr floral auf jeden Fall in der Nase. Ja. Riecht ein bisschen nach Pfirsich, oder? Mhm, Pfirsich, ja. Aber auch eine gewisse Zitrusfrische hat er. Mhm. Ja. Schauen wir mal da. Ja, da kommt die Pfirsich noch mehr raus sogar. Mhm. Da zeigen sie sogar leichte Anklänge, vielleicht sogar von Maracuja oder sowas. Ja, auf jeden Fall eine schöne Nase. Hm. Ja, sehr klassischer Müller-Thurgau, würde ich sagen. Ja. Aber das Zuckerschwänzchen merkt man schon. Angenehme Säure, oder? Ja, das Zuckerschwänzchen merkt man ein bisschen. Mhm. Das puffert die Säure natürlich ein bisschen ab. Aber trotzdem hat der Wein natürlich eine lebhafte, eine spürbare Säure, die ihn vom Körper her auch leicht erscheinen lässt. Wie war 2019? Ich habe es gar nicht mehr so, weiß es auch nicht, wie es da in Regensburg war. 2019 war ein gutes Jahr. Mhm. Wir haben ein sehr gutes Lesegut gehabt. Es war lange Zeit auch schönes Wetter und Regen ist auch immer wieder mal zwischendurch gefallen. Also die Ernte 2019, mit der waren wir sehr zufrieden. Mhm. Da haben wir es auch richtig erwischt vom Zeitpunkt her, im Gegensatz zu 2018, wo wir ein bisschen zu spät geerntet haben, weil wir uns auf den Wetterbericht verlassen haben. Es ist vorausgesagt worden, dass es schön bleibt, aber dann ist leider Regen gekommen. Und Sie wissen ja, selbst wenn die Trauben dann so hoch reif sind, und dann kommt der Regen, dann platzen die auf, dann kommen die Wespen und dann geht es ganz schnell, dann liegt die Hälfte der Ernte am Boden. Ja, das ist der Super-GAU. Ja, ja. Das will man nicht. Ja, also was sehr positiv auffällt, ist, wie lang der Wein im Mund bleibt. Also die Länge des Weins ist überraschend lang. Für Müller-Thurgau, aber eben auch für Landwein. Diese herbe Note, diese herbe Zitrusfrische, die bleibt schon sehr lange im Mund. Also ist auf jeden Fall ein langer Wein, der schon auch ein bisschen Körper mitbringt. Also Sie haben es ja gesagt, Meeresfrüchte gehen natürlich immer zu Weißwein, aber zu weißem Fleisch kann ich mir den auch gut vorstellen. Wunderbar, ja. Wunderbar zum Beispiel. Ja. So guten Kalbfleisch kann man sich das gut vorstellen. Sehr schön. Oder Geflügel passt auch. Ja, denke ich, alles. Sehr, sehr oder gut, zum Beispiel zum Spargel, zur Spargelzeit. Ja. Wunderbar. Ja. Mit einer Sauce Hollandaise kann der sehr gut mithalten, ne? Weil da hat er knackige Säure dabei, die fette Soße ein bisschen auflockert. Das kann ich mir sehr gut passend vorstellen. Diese leichte grüne, herbe Aromatik passt natürlich dann zu den vegetabilen Noten vom Spargel sehr, sehr gut. Ja. Mhm. Gut, dann schauen wir uns den dritten Wein an. Und zwar ist das der Bacchus. Und zwar, da nehme ich an, das ist jetzt wahrscheinlich reinsortig Bacchus, oder? Ja, genau. Sie wissen ja, das war ja die frühere Scheurebe. Mhm. Und der ist auch 1933 in Deutschland das erste Mal praktisch kreiert worden. Und es ist eine Kreuzung von Riesling, Müller-Thurgau und Silvaner. Und der Bacchus hat auch eine aromatische, fruchtige Note und milde Säure. Probieren Sie nochmal. Mhm, ja, stimmt. Das ist, also das im Vergleich zum Müller-Thurgau. Was sehen Sie da für einen Unterschied? Ja, also die Aromatik ist schon mal eine andere. Da merkt man schon, dass es in eine ähnliche Richtung geht. Mhm. Mhm. Also auch ein eher klassischer Bacchus, würde ich sagen. Das ist das, was ich jetzt vom Geschmack her vom Bacchus erwarte, geht mehr jetzt in die florale Richtung. Ne? Mhm. Die Säure ist eben ein bisschen zurückgesetzt, wie Sie schon gesagt haben. Bauen Sie den trocken aus auch? Alles. Wir bauen alles trocken aus.
Das heißt, Sie lassen es einfach gären und irgendwann so, genau. Wir lassen es absetzen und normal gerne. Natürlich setzen wir ein bisschen künstliche Hefe dazu, dass die Gärung nicht spontan abläuft, sondern langsam, damit er richtig schön durchgegoren ist und damit man ein gutes Produkt kriegt. Und wir machen auch eine temperaturgesteuerte Gärung am Tank. Denn davon, glaube ich, hängt auch viel ab, damit praktisch das nicht zu schnell geht, weil bei der Gärung entsteht ja unheimlich Wärme. Ja, wenn man dann den Tank angreift, wird es richtig warm. Und durch die Kühlung wird es praktisch so abgeschwächt, dass der Prozess langsam vor sich geht und dadurch wird es besser durchgemischt, der ganze Wein. Ja, also hätte ich jetzt auch gesagt, rein vom Geschmack her, dass der kalt vergoren ist. Ja. Bei wie viel Grad? 12 Grad? 12 Grad, ja. Ja, 12 Grad. Genau. Ja. Also was man da schon merkt, ist so ein bisschen diese Gletschereis-Aromatik. Diese kalt vergorenen Weine haben oft so was so ein bisschen an diese Gletschereis-Bonbons erinnern. Das sind einfach Nebenprodukte, die sich einstellen, wenn man eben kühl vergärt. Und das, denke ich, zeigt sich in dem Wein hier ein bisschen. Mhm. Also nicht überbordend. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der Wein jetzt tropsig ist oder wenn man es übertreibt. Das hat er nicht, aber man merkt schon, dass es eben kühler vergoren ist. Ja. Mhm. Ja. Ja. Ich würde sagen, vielleicht tendenziell würde ich jetzt den Müller-Thurgau ein bisschen komplexer einschätzen wie den Bacchus. Also, wenn Sie mich fragen, welchen ich lieber trinke, bin ich auch bei Ihnen. Also, ich trinke auch lieber den Müller-Thurgau. Es gibt viele, die schwören auf den Bacchus. Ich meine, das ist auch Geschmacksfrage, keine Frage. Aber ich bin also, wenn es darum geht, entweder Müller-Thurgau oder Bacchus trinke ich lieber den Müller-Thurgau, da haben Sie recht. Also ich glaube, dass der Wein sich als Essensbegleiter viel schwerer tut, wie jetzt der Müller-Thurgau, weil es ihm da einfach an Struktur und Körper jetzt fehlt. Da ist einfach der Einsatzbereich schmäler, weil er eben nicht so ein straffes Gerüst, eine intensive Aromatik mit sich bringt, dass er jetzt auch mit eben weißem Fleisch vielleicht nicht ganz so gut mithalten kann. Ich stelle mir jetzt bei dem Wein eigentlich vor, für mich wäre es jetzt mehr so ein Standalone-Wein ohne Essensbegleitung, vielleicht am warmen Sommerabend auf der Terrasse, kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Aus Essensbegleiter würde ich jetzt wahrscheinlich vielleicht eher auf den Müller-Thurgau greifen. Ja. Ne? Ja. Wir haben auch 80% Müller-Thurgau und 20% Bacchus. Aha. Vom Anbau her. Vom Anbau her, Von den Reben. Wir haben so ungefähr 2500 Reben und davon ist also 80% Müller-Thurgau und 20% Bacchus. Dann kommen wir zur Konstanze. Ist das sowas Konstanze, wie Ihr Flagship-Wein, kann man das so sagen? Was meinen Sie? Ist das sowas wie Ihr Flagship-Wein, also das Aushängeschild des Weinguts? Nein, nicht das Aushängeschild, sondern wir haben uns nur gedacht, damals für jüngere Leute, die ja gerne etwas trinken, was nicht ganz so trocken ist, ja, haben wir diesen Bacchus, diese Konstanze kreiert zum 30. Geburtstag meiner Tochter. Das war jetzt die Dame, die gerade auch im Bild durchgelaufen ist. Genau, das war gerade meine Tochter, die mit meiner Enkelin durch das Bild gerauscht ist, die morgen meine Praxis machen wird. Okay, und sie ist auch der Meinung, dass mit dem Wein ihr eine Ehre schon dargeboten worden ist. Ja, okay. Sie hat sich schon gefreut, keine Frage. Wir haben auch den Geburtstag, den 30. hier in Regensburg auf der Terrasse mit viel Konstanze-Wein gefeiert, im Kreise ihrer Freunde. 11,5%, das heißt, bisschen Restsüße auch wahrscheinlich dann. Ja, genau, im Vergleich zum Müller-Thurgau ein bisschen mehr Restsüße, ganz klar. Und zum Bacchus, keine Frage. Und das ist ja das, was die jungen Leute, das sehen wir auch vom Verkauf her, oft mehr anspricht. Mhm. Wegen der Restsüße, meinen Sie? Ja, also ja, glaube ich schon. Die sensorisch die Säure ein bisschen puffert und halt gefälliger macht. Ne? Ja, genau. Ja, ich bin immer hin und her gerissen. Also tendenziell, glaube ich, kann man überhaupt festhalten, dass die Tendenz wieder zu mehr Restzucker geht. Einfach um gefälliger zu wirken, vielleicht auch ein breiteres Publikum anzusprechen. Mhm. Viele Weinnerds oder
die sich was auf ihren Weintrinken einbilden, sagen zwar immer, sie trinken nur trockene Weine, aber was ich schon oft erlebt habe im Verkauf auch, dass selbst Leute, die jetzt meinen, sie haben sehr, sehr viel Ahnung vom Wein, wenn man dann eben Weine probiert im Laden oder beim Winzer, dann sind es halt doch oft überraschenderweise auch bei diesem Klientel halt Weine, die ein bisschen mehr Restsüße mitbringen, gerade eben jetzt bei Rebsorten, die halt von Haus aus viel Säure mitbringen, wie jetzt Riesling, Silvaner etc. Da tun sich viele Leute einfach schon leichter mit dem Weinen, wenn eben noch ein bisschen Restzucker mit dabei ist. Mhm. Schreiben Sie es mit drauf, Geschmacksrichtung? Trocken oder halbtrocken, was würden Sie ihm bezeichnen? Für die Konstanze aus Bachhaus, unser Tochterkonzern, da ist eigentlich sonst, da steht nichts drauf sonst. Wie viel Gramm Zucker hat der? Der hat über 2 Gramm. Über 2 Gramm. Hoppala, jetzt hat es geschäbert. Ja, also man merkt schon, er ist ein bisschen opulenter in der Nase. Er wirkt viel blumiger. Ja. Wir haben wirklich Kunden, die schwören auf den Konstanze. Mhm. Die wollen ausschließlich Konstanze haben. Mhm. Ja, ist doch schön, oder? Ja, ja. Und der ist, wo steht der preislich? Der ist bei 8,50 Euro. Okay. Also wir haben Müller-Thurgau 8,10 Euro, Bacchus 8,50 Euro, Konstanze 8,50 Euro und der Seco ist 9,70 Euro. Mhm. Mhm. Ja, auf jeden Fall ein sehr gefälliger Wein. Ist halt easy drinking. Ne? Also wenn man nicht einen Philosophenwein haben möchte, sondern einfach was Leckeres. So ist es. Mit Freunden zusammen zu hocken, dann glaube ich, ist das einfach eine sehr, sehr gute Wahl. Ja. Es würde keiner drauf kommen, dass der Wein aus Regensburg ist. Also da würde man auf Franken tippen, vielleicht auf Rheinhessen oder irgendwie sowas. Ja. Aber aus Regensburg, auf Regensburg wird man nicht kommen. Wird kein Mensch kommen, das denke ich auch. Ja, ich werd Ihre Seite natürlich in den Shownotes auch entsprechend verlinken und die Weine kann man bei Ihnen dann aber auch direkt bestellen, oder? Schreibt man eine E-Mail oder? Einfache E-Mail und kein Problem. Haben wir noch irgendwas vergessen, Herr Garleitner, was Sie noch erwähnen wollen? Also was ich am Herzen habe, ich weiß nicht, ob es Ihnen auch schon mal passiert ist, wir haben praktisch in unserem den Bacchus praktisch als bekömmlich bezeichnet in unserem Flyer. Und daraufhin haben wir vom Verband Sozialer Wettbewerb e.V. eine Klage bekommen, weil wir praktisch, also das Wort bekömmlich praktisch ist nicht, also von vornherein im Interesse der Gesundheit untersagt. Okay. Und da haben wir 1.500 Euro Anwaltskosten praktisch beglichen, um das bekömmlich wegzukommen. Ich wollte damit sagen, dass die Leute einfach die Internetseiten oder die Flyers einfach abklopfen, diese Juristen, diese sogenannten Juristen, um irgendeinen Begriff zu finden, der angreifbar ist. Also weil, was ist denn gegen das Wort bekömmlich, dass ein Wein bekömmlich ist, oder? Was ist dagegen einzuwenden, oder? Ja, das sind irgendwelche Trolle, die halt... die suchen einfach die Stecknadel im Heuhaufen und klopfen es einfach ab nach bestimmten Kriterien und sagen, okay, bekömmlich ist nicht erlaubt. Aha. Als Begriff für einen Wein, für Alkohol. Das ist gesundheitsschädlich und da klagen wir. Und ich habe mich erkundigt, weil ich wollte eigentlich dagegen vorgehen, weil ich es wirklich so komisch gefunden habe, beziehungsweise eigentlich also überhaupt nicht damit einverstanden war. Aber dann hat mir der Rechtsanwalt gesagt, da haben Sie überhaupt keine Chance, das sind die Gesetze und zahlen Sie lieber die 1.500 Euro und das war's. Okay, ziemlich ätzend. Ja, habe ich auch gefunden. Ich wollte mich wehren, aber dann hat man, nachdem ich gesehen habe, ich habe keine Chance, habe ich das abgebrochen, weil ich es einfach lächerlich finde. Lächerlich. Gibt es einen Katalog, wo man hätte nachschauen können, was erlaubt ist an Bezeichnungen? Oder?
Ja, das habe ich teilweise nicht nachgeschaut, aber das Wort bekömmlich anscheinend im Zusammenhang mit Alkohol ist nicht gewünscht. Nicht erwünscht, sondern ist strafbar. Ah, Wahnsinn. Ja. Ja, das beleidet jetzt einen schon, gell? Weil ich meine, da macht man Handstände im Nebenerwerb. Versteht man? Wir haben uns überhaupt nichts dabei gedacht. Ich sage, unser Wein ist bekömmlich, oder? Ja, was denkt man sich da dabei, oder? Ja, vor allem denke ich mir dann halt, warum dann solche Leute sich so Kleinstbetriebe aussuchen. Also Die suchen sie alles. Egal, ich glaube, könnte man vorstellen, die forsten die Internetseiten durch. Wo finden Sie das Wort bekömmlich im Zusammenhang mit Wein? Und dann schlagen Sie zu. Ja, ja, so wird es sein. Und kassieren überall ab. Ja. Und zwar auf eine ganz einfache Weise. Ja, jetzt lachen wir, aber das ist eigentlich bitter. Nein, zum Lachen ist das eigentlich nicht, das ist böse. Ich stelle mir das gerade vor, wenn das jetzt ein Job ist. Also das muss ja, was man da auch für eine Grundeinstellung oder für einen Typ sein muss. Das sind natürlich auch spezielle Juristen, aber da gibt es immer mehr davon. Ja. Ja. Dann nehme ich lieber noch einen Schluck Konstanze, glaube ich. Lass es gut schmecken. Oder gut munden. Ja, der verträgt auch ein bisschen höhere Temperatur. Ich hatte es erst draußen. Ja. Aber der entwickelt sich ja auch gut. Ja, ja Herr Garleitner, ich glaube, dann haben wir einen Rundumschlag für den Riesen. Haben wir den Rundumschlag geschafft? Bayer Wein. Ja. Ja, dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank für die Weinprobe, für Ihre Zeit. Ich hoffe, im Rahmen des Podcasts werden dann mehr Weintrinker aufmerksam auf Ihr Gebiet und Ihr Weingut. Und wenn Sie Ihr Hoffest nochmal anberaumen wollen, dann schätze ich, werde ich ja Post kriegen und dann werde ich es an der Stelle dann eben auch nochmal verkünden und hoffe mal, dass man dann zusammen vielleicht den bayerischen oder Bayerwein, den Regensburger Landwein, ein bisschen mehr promoten können. Danke, Herr Garleitner. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Danke Ihnen auch. Danke fürs Gespräch. So, und das war's schon wieder mit einer Stunde interessante Unterhaltung über Wein. Ich bin ganz sicher, ihr habt eine ganze Menge über das unbekannte Landweinanbaugebiet Regensburger Landwein, Bayerwein erfahren. Und wer da noch tiefer einsteigen möchte, dem sei ausnahmsweise auch in einer Interviewreihe ein Buch ans Herz gelegt, und zwar das im Gespräch erwähnte Buch Der Bayerwein von Theodor Häusler, gibt es im Augenblick bei Amazon für 27 Euro. Das könnt ihr wie immer über die Shownotes und den Amazon Affiliate Link bestellen, oder ihr findet es natürlich auch auf meiner Homepage als Amazon Affiliate Link. Und zwar hat dieses Buch immerhin 128 Seiten, ist schon vor knapp 20 Jahren erschienen, aber ein sehr informatives und bilderreiches Buch über die schöne und unbekannte Weinbauregion um Regensburg herum. So, und damit sind wir nun auch tatsächlich am Ende dieser Interviewsendung angekommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und Informationsgewinn. Die nächste Folge in 2 Wochen, dann wie gesagt am 12.12.2020 mit einem ganz besonderen Gesprächspartner, wenn die Interviewaufnahme bis dahin zustande kommt. Ich bin sehr zuversichtlich. Ich werde in Kürze auch in der Facebook-Gruppe posten, um wem es sich handelt. Ich halte es kaum mehr aus. Ich bin sehr gespannt und voller Vorfreude. Das wird eine ganz besondere Sendung. Und wie gesagt, die deutschen Rotweine verschieben sich dann auf dem 2. Januar 2021. Schon wieder eine Schnapszahl. Und dazu braucht ihr zum einen einen Spätburgunder von der Ahr. Ich habe von Meyer-Nekel die Grauwacke genommen und aus der Pfalz einen trockenen Dornfelder, und den habe ich von Hensel besorgt. Dann rufe ich euch nochmal auf, nehmt teil an der Kommunikation, schließt die Feedbackschleife am besten mit einem Audioschnipsel auf meiner Homepage.
oder über die Chatgruppe bei Throne. Werdet Mitglied in der Facebook-Gruppe Weinverstehen leicht gemacht. Dort findet ihr die meisten Updates, Infos und Angebote rund um den Kosmos von Weinverstehen leicht gemacht. Oder wenn ihr Bock drauf habt, schreibt natürlich eine ganz einfache E-Mail oder per Twitter. Oder das Forum auf weinpodcast.de ist natürlich immer noch eingerichtet. Ruft mich auch an, habe ich nichts dagegen. Denkt dran an die Weihnachtsgeschenke, wenn ihr einen schönen, weinseligen Abend mit Familie, Freunden, euren Liebsten oder eben auch Kollegen habt, dann kann ich euch eine Online-Weinprobe, eine Live-Verkostung anbieten. Das bewegt sich dann normalerweise ab 1,5 Stunden und 3 Weinen für 49 € pro Person. Dann hoffe ich, ihr übersteht den Lockdown weiterhin ganz gut. Ihr habt immer leckeren Wein zu Hause und im Glas. Und so verbleibe ich wie üblich mit genussreichen Grüßen aus München. Danke fürs Zuhören, euer Florian. Bis zum nächsten Mal. Ciao, servus.